Runden nochmal und wir holen mal Maggie Kosuch dazu. Da wird sie nochmal gedrückt. Maggie, es war ein ganz, ganz großartiges Turnier. Ich weiß, die Enttäuschung muss sicherlich groß sein, aber kannst du das trotzdem genießen hier? Unglaublich, ja. Wir haben gerade gesagt, wir sind unheimlich stolz, dass so viele Zuschauer gekommen sind und dass so viele auch uns außerhalb, also zu Hause verfolgt haben und uns die Daumen gedrückt haben. Wir sind unheimlich stolz. Und natürlich sind wir ein bisschen enttäuscht, weil das war ein super tolles Turnier und es ist jetzt zum zweiten Mal natürlich, dass man im Finale verliert. Aber ja, es war ein super geiles Turnier und wir sind auch froh über die Silbermedaille und wir hoffen, ja, wir hoffen, dass das alle Zuschauer auch gesehen haben, dass wir hier 100% gegeben haben. Da bin ich mir sicher. Es war ein absoluter Wechsel im Vergleich zu gestern. Ihr habt ein ganz, ganz großartiges Spiel geliefert. Muss man sagen, dass die Russinnen eben einfach wirklich eine Etage höher waren heute? Ja, auf jeden Fall. Die sind natürlich super hoch, super überlegen, was das angeht. Ich denke, in gewissen Bereichen konnte man vielleicht ein bisschen besser aufschlagen. Aber genau darauf war nur Verlass. Sobald irgendwie die Annahme drüben stimmte, war es wirklich schwierig für uns. Und das muss man dann auch akzeptieren. Man kann auch nicht das ganze Spiel über nur Asse machen. Deswegen, es ist schon okay. Es ist schon okay. Wird noch gefeiert? Ich denke, ja. Viel Spaß dabei und nochmal herzlichen Glückwunsch auch an die ganze Mannschaft. Ihr habt uns wirklich begeistert. Dankeschön. Und wir verabschieden